So, hallo und herzlich willkommen hier beim Day Trading Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid gut ins Wochenende gekommen und könnt jetzt die Zeit genießen, auch wenn das Wetter ziemlich bescheiden aussieht. Ja, heute schauen wir uns mal nicht die Märkte an. Ich habe heute etwas für euch vorbereitet und zwar werde ich euch mein Trading Setup etwas näher beibringen. Stop Loss, Take Profit, weil das kam jetzt die letzten Tage, kam das wieder öfters die Frage, wie ich das mache. Woher weiß ich, wann ich meinen Take Profit setze oder wohin ich meinen Take Profit, meinen Stop Loss setze. Und das will ich euch hier kurz zeigen anhand des Ethereum Charts, weil ich ja den Ethereum Chart überwiegend die letzten Wochen getradet habe. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir auch gleich rein in die Analyse und in mein kleines Tutorial. Also bis gleich nach dem Intro. So, da sind wir wieder. Wie gesagt, wir schauen uns heute den Ethereum-Chart an. Bei Ethereum 15-Minuten-Chart. Da haben wir ja hier gestern diese Sequenz gebildet, beziehungsweise vorgestern. Und hier haben wir dann, gestern haben wir dann im Live-Video, habe ich euch die Zone markiert, wo ich wieder einsteigen werde. Und wie wir sehen, ist der Kurs gestern auch. Ja, wir waren hier zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich euch dann gesagt, hier ist für mich der nächste Einstieg, der lukrative Einstieg. Und wie ihr seht, wieder mal zum x-ten Mal hat das System wieder perfekt gegriffen. Der Preis ist genau in unsere Box rein, hat die untere Kante von der Box angehittet, reagiert, konsolidiert seitwärts. Jetzt ist er gerade vorher wieder runter. Wieder an die untere Kante, aber kein neues Lower Low gemacht, was erstmal gut ist. Er hat sich einfach nur die Liquidität geholt. Das sehen wir auch hier beim Chart an den Kerzen. Ja, diese lange Docht hier, ja, wo wir hier haben. Ja, also seht wieder mal der Einstiegszeitpunkt perfekt. Ja, und wie handhab ich jetzt? Wenn ich einen Trade setze hier auf den 15-Minuten-Chart, das ist ein Daytrade. Also in der Regel, wenn es gut läuft, läuft dieser Trade nicht länger als einen Tag. Da jetzt aber Wochenende ist und mit wenig Liquidität zu rechnen ist, kann es auch mal sein, dass der Trade dann 2 Tage läuft. Oder sogar im schlimmsten Fall 3 Tage, weil ja dann erst also wieder Montag ist. Ja, wie mache ich das dann? Oder ich gehe in der Regel, in solchen Trades gehe ich immer am 61.8er, an Golden Pocket in den Trade rein oder platziere ich meine Position. Ja, ich habe das ja schon gestern gemacht, wo wir hier oben waren, habe ich gesagt, ich platziere meine Position hier bei 1320. Das ist genau die Golden Pocket, die 61.8er Fibonacci Retracement. Ja, da wurde ich auch abgeholt. Meine zweite Order lag hier unten bei 1317. Ja, wie ihr seht, auch perfekt abgeholt. Wirklich auf den Cent genau. Warum die 1317 nicht hier weit unten auf 1316,8? Weil, wenn der Markt hier schon einmal dieses Level hier angelaufen hat, dieses lukrativste Level, dann muss es nicht sein, dass er das nochmal anläuft, wenn er nochmal runterkommen sollte. Deswegen hier nochmal eine Order, weil hier habe ich es nicht gemacht. Hier habe ich keine Order platziert, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Markt vielleicht zu viel Kraft hat, dass er schon einmal 61,8er reagiert und dann Richtung Ziellevel marschiert. Hat er nicht gemacht. Ja, deswegen hier nochmal eine Order. Jetzt bin ich also mit doppelter Size drin, wie ursprünglich. Wie mache ich das dann, wenn ich jetzt im Trade bin oder wie tue ich den Trade vorbereiten? Das Gute an dem System ist, ich kann alles einstellen. Mein Stop-Loss, mein Take-Profit kann ich alles einstellen, bevor der Markt überhaupt mich abgeholt hat. Ja, das ist nicht so wie Support- und Resistance-Trader, die warten dann am ganzen Tag am Bildschirm und warten, bis der Markt ausbricht oder abgelehnt wird. Ja,
Und dann kaufen sie sich ein und dann müssen sie schnell Take Profit und Stop Loss setzen, vor allem Stop Loss, weil sonst, wenn der Markt einen Verrückten schiebt, kann es sein, dass die halt ausgestoppt werden, bevor sie überhaupt einen Stop Loss gesetzt haben. Deswegen, ich tue mir alles, bevor der Markt mich überhaupt abholt. Also ich habe gestern den Trade komplett hier eingestellt, wie er am Ende laufen sollte. Das war hier, in dem Bereich habe ich alles eingestellt gehabt. Die Buy Order, Stop Loss, Take Profit, alles eingestellt gehabt. Und wie mache ich das? Ich setze immer, denn Stop Loss ist ja das Wichtigste. Also wirklich Stop Loss müsst ihr immer zuerst machen, weil das ist A und O. Kontosicherheit geht vor, Gewinnmitnahme. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich setze bei Day Trades, ja, mein Stop Loss immer genau 1% unter der Box. Immer. Also wenn, das ist egal, an welchem Level ich abgeholt werde, ja, 50er, 61, 8er, es ist egal. Ich setze mein Take Profit, mein Stop Loss immer genau 1% unter der Box, ja, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Machen wir ein bisschen größer für euch. Ja, hier 1% Stop Loss. Immer 1% unter der Box, nicht Einstiegslevel, sondern unter der Box 1%. Und warum mache ich das so? Weil das sich einfach über die letzten Monate so herauskristallisiert hat, dass das eigentlich so vom Chancen-Risiko-Verhältnis, gerade was das Daytrading angeht, am besten funktioniert, für mich zumindest, nach meinem System, so wie ich es trade. Weil ich setze mir dann auch immer, können wir auch gleich drauf eingehen. Take Profit setze ich mir immer beim Erreichen des Doppelten vom Stop Loss. Das heißt, wenn ich hier 1% Stop Loss habe, ist meine erste Take Profit Order bei 2%. Ja, seht ihr hier oben bei 2%. Da setze ich dann meine Take Profit. Hier ist auch der Betrag dann. Steht auch gleich dran, mit welchem Betrag ich im Trade drin bin. Das kann man auch hier einstellen. Das wissen wahrscheinlich die meisten, wo sich ein bisschen auskennen. Ja, so, ich bin jetzt mit einer 10.000 Size drin. Das heißt, hier hätte ich dann 10.200. Das heißt, ich würde jetzt hier bei dem Ziellevel hier oben bei 1.343 würde ich 40% vom Trade rausnehmen. 40%. Warum 40? Weil ich dann in der Regel schon immer, wenn der Markt hier hochkommt, wenn ich 40% raushole und hier sind es 10.200 US-Dollar, das heißt, ich nehme jetzt 40% raus, dann bleibe ich, wenn der Markt hier hinkommt und ich ziehe dann den Stop-Loss auf den Entry hier hoch, dann bleibe ich auf jeden Fall mit knappe 90, ja, doch 90 Dollar, 85, 90 Dollar, bleibe ich auf jeden Fall, bleibt mir in meiner Tasche. Kann mir dann keiner mehr wegnehmen, deswegen immer bei 2%, reichen von 2%, ziehe ich 40% raus oder 45%, je nachdem, wie der Markt läuft, aber in der Regel 40%. Und dann nochmal weitere 40% vom Ursprungstrade, also nicht vom neuen Margin, wo ich drin habe, sondern vom Ursprungstrade, ziehe ich nochmal 40% raus. Das heißt, ich ziehe hier, sagen wir, ich bin jetzt mit einer 10.000er Size drin. Ziehe ich hier 4.000 raus aus dem Trade. Hier nochmal 4.000. Das heißt, ich bleibe dann an diesem Level, bleibe ich mit 2.000 von meinem Ursprungs, Margin drin im Trade und die lasse ich dann laufen, wenn es gut läuft, bis knapp unter das Ziellevel. Ja, seht ihr hier oben. Das ist, also hier ist bei mir Take Profit 1. Bei 2%, dann Take Profit 2 ist bei mir immer direkt unterm 100er Level. Ja, das 100er Level ist einfach der höchste Punkt vom, also der Startpunkt von unserer Bewegung. Ja, seht ihr hier 1, das steht für 100. Also 100% Korrektur ist hier oben. Immer knapp darunter. Warum darunter? Weil es oft vorkommt, dass der Markt hier gar nicht höher geht oder nur ganz knapp
geht. Und deswegen ist für mich so die letzten Monate so die Erfahrung gewesen, dass das einfach am besten funktioniert. So, jetzt weiter. Meine Tochter ist gerade durchs Bild gehuscht. Sie findet es halt auch interessant, was der Papa hier macht. Ja, also, das funktioniert einfach in meinen Augen am besten. Hat sich einfach bewährt. Und dann halt hier oben noch den Rest, falls der Markt hier hochkommen sollte und wir dann mitgerechnet habt. Wenn ich jetzt mit einem 10.000, also mit einem Einsatz von 10.000 US-Dollar zum Beispiel hier drin bin, und ich werde hier rausgeholt, bleibt mir auf jeden Fall um die 90 US-Dollar, bleibt mir auf der Hand. Wenn ich hier rausgeholt werde, dann bleiben mir dann schon 100, 160, 170 US-Dollar auf der Hand, obwohl der Markt hier wirklich nur, ja, vom, sagen wir, ich habe hier den Einstieg oder lassen wir mal 61,8er. So ungefähr, ja. Also wie ihr seht, der Markt macht nur 3,8% hier nach oben. Ja, ganz genau 3,8%. Das ist wirklich ein Witz. Aber jetzt zum Beispiel bei dieser Size von 10.000 US-Dollar sind es halt 170 US-Dollar, wo mir auf jeden Fall bleibt. Also wie ihr seht, es ist ein Daytrade. Normalerweise macht es Ethereum innerhalb von ein paar Minuten, wenn er will. Ja, oder sagen wir von 2, 3 Stunden. Aber jetzt am Wochenende ist es halt ein bisschen blöd, euch das zu zeigen, weil einfach wenig Volumen drin ist, wenig Volatilität. So, da bin ich wieder. Jetzt ist wieder zurückgehuscht, wieder ins Wohnzimmer. Ja, also wie gesagt, es ist hier dieses Level immer knapp unterm 100er und dann hier knapp unterm Erreichen des Ziellevels, weil der Markt ja einfach nicht jedes Mal ins Ziellevel hineinläuft. Ja, das hat sich halt bei mir bewährt die letzten Monate. Ja, und wie gesagt, es sind hier 3,8% nach oben nur, aber das ist halt dann einfach mein Gewinn, den ich in der Tasche habe. Und das ist das, ich habe lange gebraucht, um das zu begreifen. Dass ich da auch mal wirklich nur schon nach 2, 3, 4% einfach meine Gewinne rausnehme zum großen Teil. Weil ich bin Daytrader. Wenn ich jetzt jeden Tag diese Gewinne mache, ja, sagen wir 4% und sagen wir mal, ich habe an 2 Tagen die Woche auch Trades, wo daneben gehen mit 1% Loss. Ja, könnt ihr euch selber ausrechnen, bin ich noch mega im Profit auf die Woche gesehen oder auf den Monat gesehen. Weil diese Bewegung nach oben, die macht er ohne Probleme locker. Und wenn wir hier am attraktivsten Level einsteigen, also am 61,8er, müssen wir immer einsteigen. Oder ich zumindest mache das so. Und von hier vom attraktivsten Level, ja, das ist immer die untere Kante von unserer Box dann immer, ziehe ich dann die 1%, weil das einfach der attraktivste Bereich ist zum Kaufen und der Markt dann in der Regel dann nach oben schießt oder halt nach unten, je nachdem, ob man jetzt Short oder Sell ist, Short oder Long, Short oder Sell, ja. Ja, und wie ihr seht hier, der Markt hat hier an der untersten Linie reagiert, hier nochmal an der untersten Linie reagiert damit. Seht ihr einfach, wie genau das System ist und dass der Markt dann halt wirklich immer, gerade auf diesen kleinen Timeframes, sehr gerne an diesen attraktivsten Kaufleveln reagiert. Deswegen immer von diesem Punkt aus 1% und dann halt 2% und dann unterm 100er Level und dann halt ganz am Schluss hier oben. So plane ich meinen Trade und ja, wie gesagt, das ist das Gute an dem System. Ich muss nicht warten, bis der Markt hier reinläuft, sondern ich kann alles im Vornherein platzieren, alles ausrechnen, alles eingeben, wo mein Stop-Loss ist, wo mein Take-Profit ist, alles Mögliche. Und dann warte ich einfach nur, bis der Markt da reinläuft. Der Trade wird eröffnet und entweder läuft er mit einem geringen Risiko ins Stop-Loss oder er reagiert und dann warte ich einfach, bis der mein Take-Profit auslöst. Eins und zwei und das war's dann. Also ich bin dann wirklich, das Einzige, was ich machen muss, ist dann, wenn ich Take-Profit 1 erreicht habe, ziehe ich dann halt mein Stop-Loss auf den Entry-Preis und das war's dann, was ich danach noch selber manuell ändern muss. Sonst ist alles voreingestellt, vorgegeben, kann ich alles schon im Vornherein einstellen, bevor der Markt überhaupt hier unten ist in dem Bereich. Das ist das geile System und ja, wollte ich euch nochmal so jetzt mal mitgeben, weil das sind einfach die Fragen, die kamen jetzt öfters die letzte Zeit und ja, das ist das, wie ich es handhabe. By the way, Leute, ich habe vor ein paar Tagen vom Bitget, ich weiß nicht, ob ihr die Exchange kennt, das ist eine Top 5 Exchange
fürs Handeln von Kryptowährungen. Ich habe da ein Kooperationsangebot bekommen von denen. Ich werde es so machen, dass ich mir die Exchange mal genauer angucke. Ich bin da zwar schon angemeldet, aber ich habe da noch nicht wirklich getradet. Ich benutze das eigentlich für Leute, wo Demokonten öffnen wollen. Hauptsächlich bis jetzt, wo noch nicht mit Echtgeld traden wollen. Und die empfehle ich dann halt auch, weil man da die Möglichkeit hat, echt Zeitkonto oder halt ein Demokonto zu traden. Und jetzt werde ich mir halt auch die nächsten Tage, beziehungsweise morgen oder übermorgen spätestens, die Exchange mal genau angucken, prüfen, ist die gut, taugt die wirklich was, weil so was man hört, soll sie nicht schlecht sein, soll sogar sehr ähnlich zu Binance sein. Und die Leute, wo früher auch getradet haben auf Binance, die wissen, es geht leider nicht mehr. Und Binance war wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich vom Handling her auf der Exchange. Und deswegen werde ich erstmal die BitGet Exchange mal genauer angucken, werde sie für euch ausgiebig testen, werde da auch ein paar Euro hinschicken und beziehungsweise USDT hinschicken und mal ein paar Trades durchführen und gucken, wie das so ist. Und dann werde ich euch mein Fazit über die Exchange geben. Dann würde ich dann, wenn ich mit der zufrieden bin, weil ich will euch hier nicht irgendwas empfehlen oder anderen, wo ich selber nicht zufrieden bin. Und ja, wie gesagt, wenn ich damit zufrieden bin, werde ich sie weiterempfehlen, werde ich dann auch ein bisschen Werbung für die Exchange machen, aber ja, nur ein bisschen, nicht viel. Und ja, ihr dürft gespannt sein, dass der Test kommt die nächsten Tage online. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall alle für die Unterstützung bis jetzt. Voll geil. Jeden Tag wird es immer besser. Ja, es spricht sich auch langsam rum, was ich jetzt mache, auch in meinem privaten Umfeld. Resonanz ist sehr geil und ja, ich bin einfach froh, dass wir hier eine Community aufbauen, wo in meinen Augen wirklich sehr, sehr stark werden kann. Und ja, dafür machen wir das alles. Und ich wünsche euch in dem Sinn ein schönes Wochenende. Bleibt mir gesund, genießt die Zeit mit der Familie. Wie gesagt, Familie ist das Wichtigste. Geld kommt und geht, ist nicht wichtig. Gesundheit und Familie, das ist das, was zählt, gerade in dieser schwierigen Zeit. Von daher, alles Gute, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video, euer Joe. Ciao, ciao.